Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Heute Nacht, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die Frage stelle ich jetzt auch direkt an Jana. Und Jana ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Jana. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich wollte dir mal was von meiner zweijährigen Tochter erzählen. Nein, von deiner zweijährigen Tochter? Ja. Du bist 16 Jahre alt? Ja. Mann, das fing aber früh an. Ja. Kann man fast so sagen, ne? Also mit 14 Ach. Schwanger? Ach ja, doch. Wie kam das? Erzähl mal. Ja, es war halt mit ein paar Freundinnen auf einer Party und hab dann auch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, will ich mal so sagen. Aha, aha. Ja, und dann lief da auch so ein süßer Typ rum. Mhm. In deinem Alter? Nein. Nein? Also der war so circa 19. Ah ja. So grob geschätzt. Und ja, dann haben wir uns später so auf die Toilette verzogen. Mhm. Also das hat er dann mehr forciert, ne? Als 19-Jähriger hat er dich dann eher verführt. Kann man das so ich sagen? Ich meine, ich wollte es auch. Du wolltest auch. Also, wollen wir es gar nicht beschönigen. Ja, was heißt beschönigen? Also ihr seid dann auf der Toilette gelandet? Ja, haben die von innen schön verschlossen. Ja. Und ja, was man dann halt so macht. Was man dann so halt macht und natürlich dann auch ohne Kondome, ne? Nein, mit. Mit Kondom? Das ist abgerutscht. Ah. Und das war dein erstes Mal, dein erster Sex? Nö. Nö. Wie kann ich auch so blöd fragen? Also, du warst 14 Jahre alt. Wie viel Mal hattest du schon Sex vorher? 3-4 Mal bestimmt. 3-4 Mal. Mhm. So, und diese Aktion, diese Toilettenaktion, hat dann deine Tochter hervorgebracht. Ja, meine kleine Nadine. Deine kleine Nadine. Nun ist das ja nun wirklich nichts Alltägliches und auch etwas sehr, sehr Ungewöhnliches und auch eher noch Unnormales oder Unnormales, wenn ein 14-jähriges Mädchen ein Kind kriegt. Wie war denn? Komm mal zu mir ins Mutter-Kind-Heim, dann ist das gar nicht mehr so unnormal. Bitte? Ich wohne im Mutter-Kind-Heim. Ja, erzähl doch mal, wie dann deine Eltern darauf reagiert haben zum Beispiel. Ja, also gemerkt, dass ich schwanger bin, habe ich das so Anfang 4. Monat, wo dann nun wirklich alles zu spät war. Mhm. Und dann gab es gerade hier ein bisschen Knatsch zu Hause. Wie kam das denn, dass du das erst so spät gemerkt hast? Ich weiß es nicht. Mir ging es zwar vorher schon schlecht, aber ich habe gedacht, oh, Erkältung oder Magenverstimmung. Mhm. Und ich bin nicht jemand, der gleich bei jedem Wehwehchen zum Arzt rennt oder so. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt gehst du doch mal hin, weil das immer schlimmer wurde und so. Ja, und dann hieß es ja, du bist schwanger. Schluck. Mhm. Nun war das wahrscheinlich auch nicht gleich, lag das auf der Hand für den Arzt. Du warst auch bei keinem Frauenarzt zuerst. Doch. Doch, direkt zum Frauenarzt gegangen. Mhm. Aha, also doch nichts mit Erkältung und so, die Vermutung. Nee, also ich war erst bei meinem Hausarzt und der meinte, hat mich da halt überwiesen zur Frauenärztin. Mhm. So, nun war die Botschaft da, du bist mit 14 Jahren schwanger und dann die Eltern? Ja, zu Hause gab es halt wegen nichts und wieder nichts mal wieder Knatsch. Mhm. Und dann haben meine Mutter und ich uns gegenseitig angefaucht und dann habe ich sie angebrüllt, ich bin schwanger, brüll mich nicht so an. Mhm. Hat sie erst für einen Scherz gehalten und hat gesagt, nee, es war. Mhm. Da kam dann nur der Zeigefinger raus. Mhm. Raus? Was heißt das? Raus aus dem Zimmer oder raus aus der Wohnung? Raus aus unserem Leben, sollte das raus heißen. Raus aus eurem Leben. Aus ihrem Leben. Mhm. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch 3 Geschwister. Sind die älter oder jünger als du? Nee, älter. Älter. Ich bin das Nesthäkchen. So, und damit war die Sache dann für deine Eltern schon geregelt? Raus? Und du bist dann auch sofort gegangen? Ja, ich bin gegangen, weil
es gab sowieso immer Knatsch und da hatte ich keinen Bock drauf. Aber nun und weiß man so, doch als 14-Jährige gar nicht, vor allen Dingen in so einer meine Lage. Meine Eltern haben mich ans Jugendamt übergeben, haben das Sorgerecht abgegeben und ich kam dann in Mutter-Kind-Heim. Ach, so ging das alles ganz einfach. Ja. Und die Eltern haben ganz einfach die Tochter abgegeben, Sorgerecht abgegeben, schwuppdiwupp. Ja gut, von heute auf morgen nur auch nicht, aber es ging relativ fix. Mhm. Also ich habe mit denen auch nichts mehr zu tun. Das sind... Also die kennen ihr Enkel... existieren für mich nicht. Die kennen ihr Enkelkind gar nicht. Nee, will ich auch nicht. Mhm. Hast du denn damals in der Lage daran gedacht, das Kind abzutreiben? Nur wusste ich, es ist schon zu spät, aber im ersten Moment habe ich schon gedacht, scheiße und... Ja klar, es war zu spät, ja klar. Mhm. Ja klar, mhm. Und dann, ja, jetzt wo ich sie hab, ich möchte sie nicht mehr missen lassen. Also es ist mein Sonnenschein, mein Ein und Alles und ohne geht gar nicht mehr. Du bist ja Mutter- und Kindheim. Wie ist der Kontakt zu dem Vater? Besucht er euch? Den kenne ich gar nicht. So den kennst du gar nicht richtig? Nö, ich habe keinen Namen. Wie, die eine Klo-Aktion, das war's? Und dann hast du gar keinen... Du das weißt war gar nicht, ein One-Night-Stand. Und du konntest ihn auch gar nicht ausfindig machen? Im Nachhinein? Um ganz ehrlich zu sein, habe mich das nicht mehr interessiert. Mhm. Na, du bist aber schon gut drauf für dein Alter. Mann, mit 16 Jahren. Findest du? Ja, finde ich schon, ja, allerdings. Ich nehme das mal als Kompliment, ne? Ja, naja, gut, ist es eigentlich auch. Also du hast gar kein Interesse, gar keinen Bock gehabt, den zu recherchieren. Woher der ist, was er macht. Das war, ja, ich sag mal, Weiberheld, ne? Ich denke mal, der hätte kaum Interesse dran gehabt, mit einem Küken wie mir und einem Kind dann irgendwie... Ja, sag mal, Jana, wie sehr, das kannst du ja nur am allerbesten beurteilen, wie sehr hat diese Schwangerschaft und dann dein kleines Kind, dein kleines Mädchen, dein Leben verändert? Du hast als Kind ein Kind gekriegt, ne? Kann man ja sagen. Ich sag mal so, meine kleine Mücke hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du so schlagartig erwachsen geworden bist dadurch? Ich habe mich vorher schon relativ erwachsen gefühlt und... Aber ja ist, gut, es hat sich vieles geändert. Und das ist dann ja schon doch noch was anderes. Man trägt dann ja Verantwortung, ne? Wenn dann plötzlich so ein ja kleiner... Ja gut, es war für mich nichts Großartiges Neues, weil ich musste mich um meine Nichte kümmern. Mhm. Meine Schwester ist nach der Geburt der Lütten erkrankt, konnte nur noch vom Bett aus halt stillen und ich habe den Rest gemacht, füttern und Windeln wechseln, war Tag und Nacht da, sofern ich konnte. Ne? Mhm. Und von daher war es nicht so was Unbekanntes für mich. Du hast es gerade so gesagt, daraus habe ich geschlossen, dass du deinen Eltern keine Tränen nachweinst. Stimmt das? Absolut nicht. Die haben auch, ich frage mich nur, was das für Eltern sind. Die haben tatsächlich in den letzten 2 Jahren nicht einmal dich mal besucht oder mal gefragt, wie es dir geht oder irgendwas. Ich will es gar nicht. Ich will es überhaupt nicht. Na gut, das ist ja das eine Bier. Du willst es nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie sich erkundigt haben. Wenn es hieß, es waren Anrufe für dich vom Jugendamt, ich hatte was mit meinen Eltern zu tun und es kam ja, habe ich gesagt, lass stecken. Schmeiß den Zettel weg. Also du bist abgrundtief verletzt? Nö, das gar nicht. Die sind hier gleichgültig? Ja, sind für mich gestorben, auf gut Deutsch. Sind die für dich gestorben, weil sie so abweisend reagiert haben? Da als du dabei. Oder weil die vorher auch schon eigentlich nicht gut zu dir waren und dich schlecht behandelt haben? Das heißt, schlecht behandelt haben sie mich eigentlich nicht. Ich war auch nicht gerade Prinzessin, auch war Ärzte, wollte ich auch nie sein. Aber ich weiß nicht, ich kam mit meinen Eltern nie so klar. Und ging das denn, ich meine, viele junge Leute oder Jugendliche kommen mit den Eltern nicht so klar. Ja, ging das denn über war bei uns schon teilweise extrem. Also bei uns flogen dann meiner Mutter und mir gegenüber auch mal die Fäuste. Ach mehr so. Meine als ihre. Achso, das heißt, deine Mutter hat dich auch geschlagen? Nee, mehr ich sie. Ach du, mehr du sie, ah ja. Ja. Mhm. Und ich frage es trotzdem mal, weil mir das so schon ein bisschen schwer begreiflich ist. Gab es nicht mal doch so eine stille Stunde so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, wo du dachtest, ach wär doch gut, wenn wir wieder Frieden schließen würden miteinander? Nö. Überhaupt nicht. Nee. Ja. Mutter und Mutter-Kindheim, ne? Sagst du, heißt das, wo du lebst. Wie geht das denn dazu? Bist du den ganzen Tag in diesem Heim oder Nein. kannst du nebenher auch zur Schule gehen oder was machst du? Mhm.
Ja, also wir sind eine kleine Gruppe von 6 bis 7 Leuten, das wechselt halt, weil einige ziehen weg, andere kommen neu dazu. Mhm. Und ich gehe vormittags zur Schule, mache meinen Realschulabschluss nach. Mhm. Und nachmittags bin ich halt die Mami. Und vormittags kümmert sich dann die Gruppe um deine Kleinen? Ja, was heißt die Gruppe? Es sind da Erzieherinnen und mhm. die passen dann halt auf die Litten auf mhm. und so. Ne? Und beschäftigen sich dann auch mit den Kleinen. Und hast du da dein eigenes Zimmer mit deiner Tochter zusammen? Oder wie geht das? Habt ihr ein größeres Gemeinschaftszimmer? Nee, also ich habe hier so ein, sind 2 Zimmer. Mhm. Mein Zimmer und dann ist gleich da dran noch ein kleineres Zimmer und da hat die Lütte halt ihr Zimmer. Achso, aber du hast für dich deinen eigenen Raum und hast deine eigene kleine Wohnung. Ist ja eigentlich eine optimale Lösung, ne? Mhm. Und wie lange kannst du dort bleiben und leben? Ich kann da bis zu meinem 20. Lebensjahr bleiben, sofern ich keine eigenen Einkünfte habe. Mhm. Wie sind deine Planungen denn? Du machst jetzt deinen Realschulabschluss nach. Wie soll es dann weitergehen? Ich mache meinen Realschulabschluss nach. Dann mache ich meine Lehre zur Altenpflegerin. Mhm. Und dann werde ich mir erstmal viel Zeit für meine Kleine nehmen, mhm. bis sie dann in dem Alter ist, wo sie Kindergarten, Schule gehen kann. Mhm. Und dann werde ich mir halt auch Arbeit suchen. Also einen richtig klaren Lebensplan, ne? Ja. Hast du. Mhm. Werden denn in diesem Leben oder in absehbarer Zeit Jungs nochmal eine Rolle spielen oder Männer? Ja, ich meine, ich habe da einen Aussicht. Das ist ja auch ein ganz lieber. Du hast einen in Aussicht. Aha. Ja, der hat mich allerdings auch in Aussicht. Aha, also das ist, ihr beschnuppert euch von Weitem noch, oder wie kann ich das verstehen? Ja, was heißt von Weitem? Wir kennen uns schon etwas näher, er kennt meine Kleine und er wollte eigentlich spätestens nächstes Jahr sowieso schon Daddy sein. Aha. Der ist nicht in meinem Alter, nee. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht gefragt, aber ich frage es da mal, ist er denn in deinem Alter? Nein, absolut nicht. Ja, dann sag's mir mal, wie alt er ist. Der ist 13 Jahre älter. Der 13 Jahre älter, naja. Und du meinst, das könnte was geben vielleicht zwischen euch beiden? Ja. Ja, und er mag die Kleine auch gerne? Ja, also der ist, die Lütte sieht ihn schon fast wie ein Papi an. Wenn der reinkommt, dann strahlt sie und freut sich und das ist so süß. Also Jana, ich muss ja sagen, dass du mir sehr sympathisch bist. Dankeschön. Du bist ja doch ein toughes Mädchen. Also so etwas alleine durchzustehen und dann so klare Lebensvorstellungen zu haben, Schule zu machen, dann jetzt schon zu sagen, ich will Altenpflegerin werden und das dann auch dann so angehen, alles finde ich, also alle Achtung. Und die Verantwortung tragen für das kleine Kind, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das alles so weiterläuft und gut weiterläuft. Aber ich bin optimistisch, das wirst du schon hinkriegen. Du bist ja eine resolute Frau. Ja, denke ich schon. Und schön, dass du angerufen hast und dass wir haben miteinander reden können. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich alles bei dir und deinem Team und mach ja so weiter. Das versuchen wir sehr, Jana. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Also, wenn ihr auch, so wie Jana, euch mit mir unterhalten wollt, diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111, kostenfrei, extra für euch, meine Zuschauer und meine Zuhörer, kostenfrei geschaltet. Oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Gloria ist dran, 43 Jahre alt, guten Morgen. Hi, guten Morgen, Domian. Hallo Gloria, aber nicht die von Ton und Taxis, ne? Nein. Das ist, glaube ich, auch ungefähr das Alter. Auch die Schönheit ist nicht. Die traut sich ja gar nicht, hier anzurufen. Wie? Glaube ich nicht, nee. Ja. Hat auch gar nicht nötig, oder vielleicht... Ach, das sag mal nicht. Das sag mal nicht. Also, da möchte ich auch nicht so hinter die Kulissen gucken. Aber jetzt zu dir. Ja, warum hast du angerufen? In erster Linie muss ich dir sagen, ich freue mich, endlich mal durchgekommen zu sein. Mhm. Ich versuche es schon seit ein paar Jährchen. Mhm. Ich verfolge deine Sendung von mehr oder weniger von Anfang an. Ja, weil ich mehr oder weniger zum Nachtmensch geworden bin. Aha, und warum bist du zum Nachtmensch geworden? Aus Problemen in meinem Leben, ne? Enttäuschung und... Mhm. Naja, aber das ist heute nicht der Grund, warum ich anrufe, mhm. beziehungsweise wozu ich mich entschieden habe, mit dir zu reden. Ja, erzähl's, warum du angerufen hast. Ja, ich weiß nicht, inwieweit man dir schon mitgeteilt hat. Nichts, gar nichts, ich weiß gar nichts, nein. Mhm. Ja, also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Mhm. Und zwar, ich habe vor 15 Jahren, glaube ich ungefähr, einen Mann kennengelernt. Mhm. Ich hatte schon 3 Kinder, eine gescheiterte Ehe hinter mir. Und
Naja, und dann, ich habe mich sehr in diesen Mann verliebt. Mhm. Er machte einen äußeren guten Eindruck und fleißig und naja, und dann sind wir irgendwann zusammengezogen. Mhm. So, aber ein Problem war mit verbunden, was ich nicht zum Problem in unserer Beziehung machte. Ich habe es so angenommen, und zwar, er ist Fußfetischist. Mhm. Wusstest du das von Anfang an oder hat er das später erst so allmählich rausgerückt? Nee, der hat es von Anfang an gleich. Also der war auch selbstbewusst in der Beziehung. Mhm. Ja. Was heißt genau Fußfetischist? Was mag er gerne? Mag er gerne deine Füße verwöhnen oder möchte er, dass du seine verwöhnst oder beides? Nein, nein, meine. Deine? Mhm. Ich muss dazu sagen, mochte. Mochte? Mochte. Mhm. Naja, das, wie gesagt, das wäre ja kein Problem für mich gewesen. Ich hatte es mit in unsere Sexualität integriert. Mhm. Im Nachhinein kann ich das selber nicht verstehen, wieso ich das so selbstverständlich für mich war, sagen wir so. Aber weil ich so in ihm verliebt war, aus heutiger Sicht kann ich das so sagen. Ne? Hast du es mitgemacht und dich ein bisschen angepasst auch? Ja, ja. Naja, das Problem kam, weil er sich an die Kinder vergriffen hat. Du hattest damals auch 3 Kinder, sagst du. Wie alt waren die Kinder? Ja, die Kinder, die waren zu der Zeit, lass mich mal überlegen, 10, 7 und 2. Ja, genau, 2. Mhm. Welche Jungs, Mädels gemischt? Ja, die ältere war ein Mädchen. Mhm. Ist ein Mädchen, ja. Eine junge Frau heute. Ja. Und dann 2 Jungs. Mhm. Wir reden jetzt von einem Tat, einem Vorgang. Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt schon 10. 10 Jahre. Er hat sich an den Kindern vergriffen. Was heißt das ganz Moment, genau? Moment, nicht 10 Jahre. Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe Zeitbegriff, habe ich alles, weißt du, ich habe durch die Trennung und so habe ich eine Zeit der Verdrängung erlebt, sodass ich das alles zeitgemäß nicht mehr so im Kopf habe. Mhm. Ja, aber wir haben insgesamt 13 Jahre zusammengelebt und das war, wir sind zusammengekommen 84. Mhm. Ja gut, also es ist ein großer Zeitraum, liegt jetzt schon dazwischen. Ja. Er hat damals, du sagtest, sich an deinen Kindern vergangen. Was hat er gemacht? Ja, er hatte sich eine Videokamera zugelegt. Mhm. Und naja, da hat er dann die Kinder aufgenommen, indem er sich auf die Erde legte und dann die Kinder so über ihn hergelaufen sind und wo er dann so zwischendurch die Kinder die Füße gegriffen hat und dann die Zehe gebissen hat oder gekitzelt. Mhm. Aber hauptsächlich kriegte er die Kinder dazu, dass sie auf ihn herumtrampelten oder auf ihn herumliefen. Mhm. Und das kann ich so sagen, weil ich die Videokassetten eines nachts, wie ich da so saß und so, habe ich eine Videokassette gegriffen und da habe ich dann die Aufnahmen gesehen. Ist es noch weitergegangen? Hat er sich sexuell direkt auch an den Kindern vergangen oder bezog sich das immer auf diese Fußspielereien? Nein, das ist leider weitergegangen. Und zwar später, wie der Ältere schon 17 war. Also ich bemerkte wohl an den Kindern so eine Veränderung. Ne? Mhm. Die beiden Jungs. Aber der Ältere war schlimmer dran, weil er sehr sensibel ist und naja, war eine Lehre, dann hat er die erste Lehre geschmissen. Mhm. Und ach, die beiden Älteren waren Jungs und die Kleinste war, das war ein Mädchen? Nein, nein, die Ältere war das Mädchen. Aha. Mhm. Ist das Mädchen. Mhm. Ja, und also der Ältere von den Jungs, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mich, weil er war auch gar nicht mehr richtig zu bändigen, ne? Der lief weg und dann hat er dann halt die zweite Lehre angefangen und das war als Maler. Mhm. Ne? Mhm. Und naja, und dann
er versuchte sich da auch anzupassen. Und zwar, die Arbeiter ist ja typisch, dass sie morgens eine Flasche Bier oder zum Mittag halt, ne? Und da ist er dann mit Alkohol in Kontakt gekommen. Sag mir doch mal, ob dein ehemaliger Freund, er hatte richtigen sexuellen Verkehr und Kontakt mit den Kindern gehabt. Nein, Verkehr nicht, Gott sei Dank. Das nicht? Nein. Aber es kam zu sexuellen Aktivitäten? Ja. Und die sind auch aufgenommen worden auf Video? Nein, leider nicht. Was heißt hier leider nicht? Ich hätte auch jetzt nicht mehr mit anfangen können, weil er hatte die Aufnahme dann auch, die ich ihn zur Rede stellte, gelöscht. Ne? Wie ist das Ganze denn überhaupt rausgekommen? Durch diesen zufälligen Fund deinerseits? Nein. Ich kann das jetzt erzählen und das kommt alles, wie soll ich das sagen, das erklärt das alles natürlich nicht irgendwie, weil da ist viel dazwischen passiert, ne, indem ich damit gerungen habe, mich von ihm zu trennen. Zu der Zeit war ich hochschwanger mit dem zweiten Kind. Also es sind viele Gründe, warum. Aber es muss ja irgendwie rausgekommen sein. Was war der erste Moment, wo du merktest, hier stimmt was nicht? Ja, deswegen habe ich mich an das Jugendamt gewandt. Und da ist meine Frage ist, durch was hast du das gemerkt? Durch diese Kassette oder durch was? Er hat das natürlich dargestellt, als wenn es nur gespielt wäre und dass die Kinder nie was von gemerkt hätten. Und so okay, so fing es an und dann kam hinterher raus, dass da noch viel mehr passiert ist. Ja, durch das Jugendamt. Denn der Junge hat sich dem Jugendamt gegenüber dann geöffnet. Ne? Nur sind viele Jahre schon vergangen. Hast du diesen Mann angezeigt und ist da eine gerichtliche Konsequenz daraus entstanden? Leider nicht. Warum nicht? Mein Sohn, der war schon 17, wie das dann rauskam, dass er, also es ist so weit gekommen, dass er mit dem Jungen, wie soll ich das sagen, die hatten so ein Hochbett und der setzte den Jungen dann auf dem Bett, auf das obere und dann mit den Füßen dann halt an seinen Lenden, ne? Also so, dass die Berührung des Geschlechtsteile dann zustande kam. Oder? Warum hast du ihn nicht angezeigt? Habe ich. Hast du? Habe ich. Und warum ist nichts daraus erwachsen? Nein, weil er hat, wie das alles mit dem Jugendamt kam, habe ich mich erstmal von ihm getrennt. Und dann hatte ich meinen Sohn gegen mich. Du hattest den Sohn gegen dich? Ja, das ist ganz, aber das hat das Jugendamt versucht auch zu erklären. Er hatte ihn als Vater akzeptiert. Ne? Hast du denn dann freiwillig die Sache wieder einschlafen lassen oder zurückgenommen? Nein. Ich habe das zwar zur Anzeige gebracht, nur weil mein Sohn seine Anzeige zurückgenommen hat, habe ich dann halt keinen Erfolg damit gehabt. Was ich dann Gott sei Dank als Erfolg hatte, war, dass ich erreicht habe, dass er keinen Umgang mit den Jungs hat, ne, mit den beiden gemeinsamen Kindern. Wie ist die Situation heute? Hast du zu diesem Mann noch Kontakt? Oh nein, um Gottes Willen. Überhaupt nicht mehr. Hat dein Sohn oder die anderen Kinder mit ihm irgendwie noch Kontakt? Ja, das kann ich heute nicht mehr beantworten. Wie damals die Gerichtsverhandlung war, da hatte ich meinen Sohn kurzzeitig auf meine Seite gehabt. Ja, so dass er bereit war, auch gegen ihn auszusagen vor Gericht. Hast du heute gar keinen Kontakt mehr zu deinem Sohn? Doch. Doch. Aber dann müsstest du doch auch wissen, ob er Kontakt zu dem Mann hat. Das weiß ich nicht genau. Mit hundertprozentiger Sicherheit weiß ich es. Also ihr redet ja gar nicht so offen drüber. Kann ich nicht. Ich darf das absolut nicht erwähnen. Er wird ziemlich aggressiv. Also eine schlimme Zeit liegt hinter dir mit vielen Verstrickungen und vielen unangenehmen Monaten und Jahren. Ja. Wie hast du das jetzt so verwunden und verkraftet? Denkst du da oft noch dran oder ist es eigentlich noch gar nicht verarbeitet? Ja, weißt du, ich bin in psychologischer Behandlung, weil ich große Probleme auch mit mir selber habe, weil ich habe viele Phasen durchlebt, in denen ich mir die Schuld gegeben habe, weil ich musste meinen Sohn eines Tages vor der Tür setzen, weil er ist auf mich losgegangen. Ne? Wie gesagt, er hat sich auf seine Seite gestellt und er seinerseits hat ihn auch gekauft. Ja? Also hört sich ja wirklich sehr schrecklich an. Ja. Hört sich wirklich sehr schrecklich an. Du hast gerade gesagt, du bist in psychologischer Behandlung zurzeit. Ja.
Darf ich dir denn dennoch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Du weißt ja, wie das geht hier bei mir. Ja, Domian, ich möchte nur etwas ganz schnell loswerden. Mhm. Und zwar, weißt du, ich habe gestern die Sendung auch gesehen. Mhm. Und da war diese Frau, glaube ich, sehr verzweifelt, die auch Selbstmordgedanken hatte. Mhm. Na? Ja. Ja, weißt du, ich möchte ihr auch Mut machen. Mhm. Und zwar, ich bin auch kurz davor gewesen. Mhm. Ich kam einfach nicht mehr klar. Ich hatte keine Beziehung zu meinem Sohn. Ich hatte ihn vor der Tür setzen müssen, weil er mich, also auf mich losgegangen ist. Ne? Er hat mich richtig geschlagen. Und, dennoch hast du aus dieser sehr finsteren Lage heraus wieder Mut gefasst. Und hast es dann irgendwie Gott sei Dank nicht getan. Ja, weißt du, aber ich weiß, du bist nicht sehr gläubig, aber ich bin eine Christin. Und das, weißt du, es war eine Nacht, wo ich habe die Zeit nach der Trennung und diese ganze Sache mit dem Gericht und so. Und er hat auch oftmals die Kinder abgepasst. Also es ist so eine Kraft aus dem Glauben für dich auch damals entstanden, ja. Die hast du bekommen. Diese eine Nacht, ich wollte mir wirklich das Leben nehmen und weißt du, es war wie eine Stimme, die zu mir sagte, lass das. Ja? Und seitdem habe ich mich meinen Glauben wieder zugewandt und das war meine Rettung. Na wunderbar. Ja. Liebe Gloria, wenn du gerne mit meinem Psychologen, mit dem Ferdinand, noch ein paar Worte sprechen möchtest, können wir es gerne machen. Ja. Dann leg du bitte auf, kennst es ja, und dann rufen wir dich, das heißt der Ferdinand, gleich wieder an. Gut, dass diese schlimme Zeit vorbei ist. Ja, nur jetzt bleibt mir die Einsamkeit, weißt du? Die Einsamkeit und das ist sehr, sehr schlimm. Naja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Domian, mach's gut. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Dankeschön. Wenn es auch kompliziert und schwierig ist zurzeit. Alles Gute. Dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Hannelore, 64 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Du klingst ja ganz hautnah, als wärst du hier um die Ecke. Ja, erste Mal versucht und das erste Mal gleich durchgekommen. Na, das ist doch toll. Ich möchte nur einen kleinen Beitrag mal leisten zu gestern. Ja. Ich höre ja auch immer und denn was in einer Familie so passieren kann. Ich habe das schon mal am Anfang gesagt, ich kann dir nur sagen, ich habe eine Tante, das ist eine Familie, also eine Seite der Familie. Mhm. Eine Tante, die ist ins Wasser gegangen. Mhm. Eine Tante hat sich vergiftet. Mhm. Eine Tante hat sich am Haustürdrücker aufgehängt. Ach du lieber Gott. Die hat sich noch einen Eimer vorgestellt und einen Feudel, damit sie das ja nicht beschmutzt. Mein Großvater hat sich am Kleiderschrank aufgehängt. Und mein Vater, der so böse drüber war und der uns Kindern dann verboten hat, nochmal Opa zu sagen und, der da weißhaarig drüber geworden ist, der hat sich dann vergiftet. Mein Gott, was für eine Familie. Und letztes Jahr ist meine Schwester vom Hochhaus gesprungen, aus dem 10. Stock. Das habe ich gar nicht mitgezählt, du wirst es wissen. Sechs Selbsttötungen in der Familie. In einer Familie. Ja, ich wollte das nur mal so als da so anbringen, weil man immer meint, sowas kann nicht angehen. Ne? Ja, man würde es gar nicht glauben, ne, wenn man das so liest, würde man denken, naja, ist. Oder wenn es im Film so wäre, würde man denken, das ist kein guter Film, dass sich jemand sowas ausdenkt. Nur, das liegt ja nur auch schon, da liegen ja zig von Jahren. Trotzdem. Ist ja auch egal, ne? Ja. Aber das ist, also ich finde das ganz schön derbe. Darf ich dich denn fragen, wenn du hast es ja quasi, du bist ja von Kindheit quasi damit konfrontiert, ne? Ja, da war immer mal wieder was. Immer wieder. Ja. Was für eine Meinung hast du denn dazu, wenn Menschen sich das Leben nehmen? Ich habe keine gute Meinung dazu. Also ich sag, man darf das einfach nicht tun. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Geschwister gehen ja nicht konform mit mir, aber ich bin noch böse mit meinem Vater. Warum hat dein Vater das gemacht? Wissen wir nicht. Wisst ihr nicht? Wie alt war dein Vater? 81. 81? Das heißt, es ist noch gar nicht so lange her, oder? Nein, er war 81 Jahre. Er war 81 Jahre? Oder? 81 Jahre. Ja, ich denke, du bist 64. Ja. Wann war das? Das war 1981. Naja, doch dann. Ja, aber ich bin noch böse mit meinem. Und ich sag immer, wenn es da oben wirklich einen gäbe, was ich ja nicht glaube, der sollte ihn mir mal 5 Minuten schicken. Und dann würde ich nur gerne mal fragen, warum er das gemacht hat. Warum bist du so böse auf ihn? Ja, weil das so weh tut. Bis heute?
bis heute, ja, das sage ich ganz ehrlich. Und er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Nix. Gar nichts. Nix. War er denn in großen Problemen? Nö, keine finanziellen Sorgen, hat's gut gehabt, hat seine Frau noch gehabt und alles und er hat's trotzdem getan. Irgendwas muss natürlich gewesen sein, ne? Was? Nee, ist nichts gewesen. Ja, aber das macht man nicht einfach so aus Lust und Laune. Tja, das sagt jeder, aber warum hat meine Schwester das letztes Jahr gemacht? Weißt du, ich glaube ja, so, dass letztendlich ganz tief einsame Menschen sind, die das alles so in sich hineingefressen haben, wenn die nächste Umgebung keinen blassen Schimmer hat. Mhm. In welcher Verzweiflung muss ein Mensch sein, wenn er sich selbst das Leben nimmt? Aber die Familie war eigentlich so intakt, also das auch so mit meinen anderen Geschwistern, wir können untereinander alle reden, also es wäre immer mal ein Punkt gewesen, wenn man nicht mehr ein noch ausgewusst hätte, dass man hätte sprechen können. Oder so. Also du unterstellst, was unterstellst du ihm eigentlich? Du unterstellst ihm keine seelische Not? Doch, das schon. Also irgendwie so, dass er unter Druck gestanden hat im Kopf, möchte ich mal sagen. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht... Ja, aber der Druck muss ja auch irgendwo hergekommen sein, ne? Denn er hat so keine Sorgen gehabt, nichts. Er hat mit seinen Kindern keine Sorgen gehabt, mit seinen Enkelkindern keine Aber Sorgen gehabt. Aber Hannelore, er hat Sorgen gehabt, sonst hätte er das ja nicht getan. Ja. Und das ist ja das Schwierige, glaube ich, auch für die Anverwandten dann, das hinterher zu begreifen, was war da bloß los und warum habe ich das nicht gesehen? Oder warum hat man es nicht gemerkt? Genau, und warum hat er nicht den Mund aufgemacht? Ne? Ja, eben. Vielleicht hat er ein ganz, ganz großes Geheimnis mit ins Grab genommen, was nie jemand erfahren wird, was in ihm vorgegangen ist. Ja, aber warum hat sein Vater das auch getan? Mhm. Und seine drei Schwestern haben es getan. Mhm. Nee, ich hab nur gedacht, ich rufe mal an, damit man auch mal sieht, dass wie hart das auch in einer Familie zugehen kann. Ne? Und wie lange so ein Schmerz auch nachwirken kann. Ne? Ja. Das sind 20 Jahre jetzt rum. Ne? Ja, denn das hat, also das vor allen Dingen, weil mein Vater auch selber so unter den Tod von seinem Vater gelitten hat, weil er gesagt hat, wie kann der bloß, der ist auch noch Kirchendiener gewesen, mein Opa. Mhm. Und das kann der nicht und das warum und warum. Mhm. Und dann geht er selber bei und macht das auch. Mhm. Ne? Ja, und meine Schwester letztes Jahr aus dem 10. Stock ist sie gesprungen. Und da weißt du auch nicht, was los war? Ja, da war der Mann sehr krank. Die war also nervlich wohl sehr am Ende. Ne? Mm, mm. Aber da hätte sich auch immer noch ein Weg gefunden, finde ich, ne? Ehe man sowas tut. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ja, ich wollte das nur mal sagen. Ja. Na. Dankeschön und alles Gute dir. Ja, gleichfalls. Ne? Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Kerstin. Kerstin ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo. Hier ist Kerstin. Hi. Ja, ich habe ein Problem mit Nähe. Mit Nähe zu Menschen. Mit Nähe? Ja, klingt jetzt ein bisschen blöde, aber es ist wirklich so, wenn ich jemanden kennenlerne, also einen Mann, und den finde ich wirklich toll. Man trifft sich, man geht zusammen aus, wie auch immer, und man kommt sich dann auch irgendwann näher. Mhm. Und damit habe ich ein Problem. Ich weiß zwar, dass ich diesen Menschen näher kennenlernen möchte, dass ich eigentlich auch die Nähe zu ihm möchte, aber dass ich diese Nähe andererseits überhaupt nicht ertragen kann. Mhm. Warst du denn mit deinen 29 Jahren schon mal länger mit jemandem eng und nahe zusammen? Ja, sogar sehr lange. Was heißt sehr lange? Also ich hatte drei feste Beziehungen. Die gingen also die längste 4 Jahre, dann 3 Jahre, 1 Jahr. Also wenn es irgendwie mal dazu gekommen ist, dass der Mann damit klarkam irgendwie, dann ist es auch immer zu einer längeren Beziehung gekommen. Aber was heißt das denn? Wie hast du denn in diesen längeren Beziehungen, wie hast du denn da gelebt? Warst du nicht nahe mit diesen Männern dann? Doch, dann ja. Es geht also wirklich nur darum, wenn man jemanden kennenlernt, erstmal diese Nähe zuzulassen. Damit habe ich Probleme. Mhm. Also überhaupt jemanden mal an mich heranzulassen. Also, was bedeutet, ich kann das eigentlich gar nicht verstehen, was heißt das, die Nähe zuzulassen? Was bedeutet Körperkontakt. Das? Ach, Körperkontakt. Mhm, genau. Also überhaupt, also ich sag mal, macht vielleicht den Eindruck, dass ich irgendwie auch vielleicht ein Problem mit Sex habe oder so, aber das ist es gar nicht. Es ist einfach diese Nähe, Hautkontakt zum Beispiel. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich jemanden nicht wirklich gut kenne, richtig Körperkontakt mit ihm zu haben. Zum Beispiel nackt in den Arm genommen zu werden oder so. Das heißt, also wenn du jemanden neu kennenlernst und es kommt zu den ersten Zärtlichkeiten, ist dir das richtig unangenehm? Ganz genau. Wie lange dauert das denn, bis das Eis gebrochen ist?
Ja, das ist verschieden. Also das dauert schon ziemlich lange. Nur meistens ist es ja dann auch so, man muss sich ja dann auch irgendwo mal in die Situation des Mannes versetzen. Der dann denkt, na super, heute so, morgen so. Mhm. Und dann auch irgendwann denkt, die hat sie nicht mehr alle. Und dann war's das. Also wie lange muss man bei dir, Kerstin, auf Distanz bleiben, bis man ran darf? Das klingt ja klasse. Ja, schwer zu sagen. Also das ist ganz verschieden. Aber ich sag mal, das kann sich schon auf einige Wochen hinziehen. Einige Wochen? Mhm. Naja, solange es nicht einige Monate sind. Aber Händchen halten darf man mit dir. Ja, sicherlich. Es gibt ja auch Momente, wo Küsschen das auch, so ein kleines Küsschen. Ja, auch das, klar, küssen, alles wunderbar. Aber es kann dann wiederum sein, dass es dann so Momente gibt, wenn man mich dann in den Arm nehmen will, dass ich denke so, wow, bloß nicht das. Mhm. Aber bei diesen längeren Beziehungen, den besagten, als dann die Hürde genommen war, dann war es auch gut. Dann gab es keine Probleme mehr. Nö. Keine Rückfälle. Nö, es ist halt nur wirklich schwierig, wenn man jemanden kennenlernt, eben das auch irgendwie mal klar zu machen. Vielleicht ist das gar keine Störung, sondern du bist einfach ein eigenwilliges Mädchen. Ja, super. Ne? Dann sag du das mal den Männern, die ich kennenlerne. Die einfach eine ganze Weile rumtasten muss und rumtaktiert vielleicht, oder weiß ich nicht, bevor sie dann sagt, ja, ich will. Ja gut, es geht ja in erster Linie nicht um Sex. Ich sag mal, ich könnte vielleicht eher mit dem Menschen Sex haben, als irgendwie diese Berührungen. Ja, es geht um innige Erotik, genau. Um innige Zärtlichkeit. Mhm, ne? Genau. Ja, ja, das ist ja was viel Intimeres als der krasse Sex. Ne? Richtig. Ja, ja, ja. Ja, du bist eine anspruchsvolle Frau. Wow. Nein, ja, aber du sagst, du hast keine Probleme mit Sex. Also da liegt es nicht. Und nö, du hast keine üblen Erfahrungen irgendwo. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ja, jeder Jack ist anders, sagen wir hier in Köln. Ne? Mhm. Und vielleicht bist ja. Nur es ist für mich halt wirklich das Problem, dass ich manchmal denke, wenn ich jetzt wieder jemanden kennenlerne, ich denke, super, das kannst du dir eigentlich sparen. Das geht sowieso wieder in die Hose, weil er dich nicht versteht. Nee, du musst natürlich dann offensiv vorgehen und dieses direkt am Anfang sagen. Du musst einfach sagen, ich habe einen Tick. Ich habe da so eine kleine Klatsche. Das sage ich immer. Und dann tun sie immer alle super verständnisvoll. Und wenn sie dann merken, dass ich wirklich diesen Tick habe, den ich sage, dann ist das Problem schon wieder da. Du hast gerade von ein paar Wochen geredet. Sagen wir es doch noch konkreter. Sind es denn 3 Wochen oder sind es 8 Wochen vielleicht? Das ist verschieden. Also ich sage mal, waren es nur 5, 6 Wochen, mal waren es auch 8 Wochen. Es kommt ja immer darauf an, wie lange der Mann in Anführungsstrichen das auch mitmacht, weil das Problem ist ja nicht, dass ich das mache, um den Mann zu ärgern, um mit ihm zu spielen oder sonst was. Es ist nur einfach so, dass ich kein Mensch bin, der jemand anderen was vorspielt. Gibt's denn auch schon Situationen, wo die dann sagen, oh, komm jetzt Süße, du stell dich nicht so an? Na klar, ja, du willst es doch auch. Du willst und die Standardsprüche. Genau. Ganz klar, logisch. Ist denn im Moment jemand in der Warteschleife, ein Armer, der da darbt? Dann wollen wir ihn nicht darben lassen. Gibt es einen im Moment? Weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Du musst doch wissen, ob jemand... Ja, ich habe eine Menge wieder kennengelernt. Klar, wo ich auch immer denke, super, ich möchte ihm näher kommen. Aber dann ist wieder dieser Punkt, ich habe jetzt gerade wieder so eine Situation gehabt. Ich hatte jemanden kennengelernt und es ist genauso abgelaufen wie jedes Mal, dass ich gesagt habe, ich bin nicht so ganz einfach und ich kann das nicht so und überhaupt. Und ja, kein Problem, ich lasse dir Zeit. Und 2 Tage später lag er schon quasi auf mir drauf. Ja. Das alte Lied. Warst du eigentlich immer schon so komisch? Ja, immer. Ja? Warst du immer schon so? Immer. Als Jugendliche schon und als pubertierende junge Frau dann... Ja, ich hatte auch oft den Spitznamen Eisblock weg. Also. Ja, und ich meine, wenn man sowas hat, kann man das ja auch ein bisschen so trainieren, wegtrainieren. Hast du das schon mal versucht, dass du... Nee, wenn ich wüsste wie, dann hätte ich das Problem ja wahrscheinlich. Indem man es einfach macht. Aber das ist ja dann unangenehm. Dann wird die Blockade noch größer wahrscheinlich, ne? Wenn es also dann ich habe eine Blockade, jetzt überhaupt auf Menschen zuzugehen, weil ich immer denke... Wobei ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen kann, so wie du jetzt hier rüberkommst. Du wirkst ja, wie so eine... Wie so eine keiner, das wie, ist das Problem. Wie eine Rakete. Ja, ich bin irgendwo selbstbewusst, aber wenn es drauf ankommt, dann klein mit Hut, ne? Also ich kann dir da eigentlich nur den verständnisvollen Mann wünschen, ne? Ja. Der sagt, ich verwahre mich auf für Kerstin. Ne? Bis Kerstin Ja sagt. Und wenn Kerstin Ja sagt, dann kommt aber auch ein Ja. Ne? Dann oh aber ja, auch volle, also wenn ich mich entschieden habe, dann dafür, volle dann, Kanne. Ne? Richtig, ja. Nur so weit kommt es ja dann meistens gar nicht. Ja, das gab es immer so ein Lied, ne? so ein Frauenrechtlerlied. Frauen kommen langsam, aber gewaltig oder so. Jo. Ne? Jo, das ist wohl wahr. Also ich könnte schwören, dass jetzt... bestimmt der ein oder andere Mann am Fernseher oder Radio sitzt und sagt, für die würde ich 12 Wochen warten. Ja, das sagen sie alle vorher, aber wenn es dann ums Warten geht, sind sie dann gar nicht mehr so geduldig.
Also, ich wünsche dir auf jeden Fall so einen Mann, Kerstin. Ja, danke schön. Ich glaube, da kann man gar nichts machen. Das ist auch nicht irgendwie pathologisch oder so. Ne? Ich glaube, das ist einfach nur ein Tick. Ja, scheint so. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein tun mir, wie gesagt, dann halt irgendwie Männer leid, die dann irgendwie durch meine Launen da halt auch nicht klarkommen. Klar, ja, sicher. Also, Jungs, ihr müsst geduldig sein mit dieser Frau. Ihr werdet auch belohnt hinterher, gut belohnt. Liebe Kerstin, alles Gute. Jo, danke schön. Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt haben wir 1.40 Uhr gleich in ein paar Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. In ein paar Sekunden, 1.41 Uhr. Ich habe ja gerade einen Rüffel bekommen von meinen Kollegen im Hintergrund, weil ich die Pause verpennt habe. Das war ja gar nicht unsere Pausenzeit. Also, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr müsst nur diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema, ein festes Thema für die ganze Stunde. Und das Thema heißt Ärztepfusch. Wenn ihr Opfer von Ärztepfusch seid, würde ich mich sehr gerne mit euch unterhalten. Morgen eine Stunde bei Domian. Siegfried ist dran. Siegfried ist 39 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Domian, mein Thema ist eigentlich das von gestern. Ich habe leider gestern zu spät an, weil ich auch... Selbstmord, Selbsttötung. Richtig, ganz genau. Es ging einfach darum, bei mir hat sich einer drunter gelegt unterm Linienbus. Also ich bin Busfahrer bei den Wuppertaler Stadtwerken. Mhm. Und das war eigentlich relativ makaber. Man muss also eine Vorgeschichte erzählen. Ja, wie genau ist es passiert? Ja, passiert ist es eigentlich, wie soll ich sagen, ich sollte 128 kleine Kinder aufnehmen. Mhm. Und sollte ich zu einer Sportveranstaltung fahren. Und dann fahre ich so eine Straße runter und die standen nicht an dieser Haltestelle. Mhm. Ja. Mhm. Dann bin ich weitergefahren, habe Kurs weiter aufgenommen und wollte auf Funk noch Bescheid sagen, dass diese Kinder nicht dastehen. Roll dann an so eine Kreuzung, wo die Ampel rot war, Auto schon vor Abstand. Mhm. Und in dem Augenblick kommt mir ein Mann entgegen. Stehe aber anderthalb Meter, zwei Meter vom Bürgersteig weg, weil ich mit dem Gelenk zum Riesenteil oben die Kurve fahren muss und muss also auch auf den Gegenverkehr achten. Mhm. So, und dann stellt sich dieser Mann direkt vor meine Tür. Und in dem Augenblick weise ich ihn darauf hin, dass ich ein leerer Bus bin und auf Dienstwagen, dass er nicht einsteigen kann. Ja. So, und dann geht dieser Mann weg, da achte ich auch nicht drauf. So, jetzt rollen diese Autos vor, weil die Ampel dann auf grün umschwank. Ich löse die Bremse, in dem Augenblick macht meine Mittelachse von diesem Gelenkzug nur noch einen Knall und ich stand natürlich wieder direkt auf der Bremse und dann guckt nur noch die Beine her. Ja. Die Mittelachse, das heißt, er hat sich... Direkt unter die Mittelachse. Und der hat sich so drunter gelegt, dass ich also auch so gar nicht sehen konnte. Also hat sich nicht vorne untergelegt, sondern nein. In der Mitte des... In der Mitte des Gelenkzuges. Er hat sich bewusst vor den Reifen gelegt? Ja, selbstverständlich. Direkt mit dem Kopf und mit dem Rumpf. Zuerst also sofort den Kopf und den Rumpf. Also es war kein Unfall? Nein. Er hat sich gezielt auf den gelegt? Ich stand vor einer roten Ampel. Ich habe auf meine Grünphase gewartet. Der konnte gar nicht so unterm Bus. Das war. Nein, es hätte ja sein können, dass er ausgerutscht ist oder irgendwas. Nein, gar nicht. Nein. Der hat sich komplett zuerst mit dem Kopf und mit dem Rumpf. Der lag auch wie so ein. Das heißt, der Bus ist über den Kopf gefahren. Über Kopf und den gesamten Rumpf. Ja. Also das war, wie soll ich sagen? Du hast es gerade so schnell erzählt. Ja. Was für ein Geräusch ist das? Was für ein Gefühl ist das im Bus? Du, das kann ich dir gar nicht sagen, weil du bist ja mit der vorderen Achse ja vorher ja auch gar nicht irgendwo drüber gefahren. Mhm. Ja, du bist ja ganz normal irgendwo rangerollt
Und in dem Augenblick, die gesamte Achse bäumt sich auf. Du weißt gar nicht, wie so ein Mensch, was das für eine Blockade ist, für so einen Bus. Ist das ein großer Widerstand für so einen Bus? Bitte? Ist das ein großer Widerstand für den Bus? Ja, ja. Das ist, als würdest du über ein Stück Metall fahren. Das ist, also die gesamte Achse hat sich aufgebaut. So, jetzt hast du das gemerkt. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Du wusstest ja noch gar nicht, was es ist. Ja, richtig. Hast du dann gehalten wieder sofort? Nee, ich stand sofort auf der Bremse. Das war ein Reflex, ich stand sofort drauf. Ja. Und dann bin ich sofort in den rechten Außenspiegel und dann sah ich nur noch die Füße. Mhm. Da waren nur noch die Füße zu sehen. Und ich habe diese Hose von diesem Mann ja, weil ich ihn ja vorher in der vorderen Tür gesehen hatte. Bist du direkt ausgestiegen? Ja, na klar. Und es hat sich ein Bild des Grauens dir gezeigt. Ja, der hat sich noch unterm Bus aufgebäumt. Ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Also der war gar nicht sofort tot? Der war nicht sofort tot. Ah, wie schrecklich. Das war eigentlich so, dass der sogar noch 2 Monate gelebt hat, ne? 2 Monate ja, noch? Ja, man ist mit dem Bus über komplett den Kopf und Rumpf. Ich habe einen Bericht hier, das ist ein Zombie-Bericht. Also es ist grauenvoll, wenn Sie diesen Bericht alleine, dieser Mensch muss tot sein. Also der ist alles raus gewesen. Ne? Aber der hat noch gelebt. Ne? Also du kommst da hin und siehst, dass der Mensch sich nochmal aufbäumt, aber der lag ja auch noch halb unter dem Bus, ne? Nee, komplett unter dem Bus. Komplett, und dennoch hat er sich hochgebäumt. Ja, genau, richtig. So, dann hast du direkt die Polizei oder den Krankenwagen alarmiert? Das habe ich sofort gemacht, schon bevor ich ausgestiegen bin. Bevor du ausgestiegen bist. Ja gesehen, was so, nun vergehen aber endlose Minuten, dass du alleine da stehst wahrscheinlich mit diesem Schwerstverletzten. Ach, ja, das ist makaber. Jetzt kommt eigentlich das Makaberste. Ich stand mit dem Bus 2 Meter vom Bürgersteig weg, weil dieser Straßenzug, ich muss mit dem Gelenkzug in den Gegenverkehr rein, um mit meinem Bus um die Kurve rechts umzukommen. So, und die PKWs, die hinter mir stehen, die stehen ja am Bürgersteig. Das heißt, der Beifahrer, der sieht ganz genau, was Faktum ist. Dann bin ich sofort zu diesem PKW, der hinter mir stand, haben Sie was gesehen, helfen Sie mir. Und dann hieß es nur, wir haben nichts gesehen. Und da haben sie mir sogar noch die Finger bald geklemmt. Und dann hat er im Blick gesetzt und hat den Wagen überholt. Also das heißt, derjenige muss schon was gesehen haben mit seiner Frau. Aber sie sind dann weggefahren. Okay, aber dann war immer noch nicht der Krankenwagen da. Und du warst immer noch alleine mit der Die Polizei war relativ schnell da. Ja. Also frag mich bitte nicht, wie viele Minuten oder sonst was. Also das und hast du denn auch zugesehen, als man dann den schwer verletzten Mann rausgezogen hat? Unter dem Bus her? Ich wollte zuschauen, aber da hat man mich schon direkt von der ganzen Sache da, ich war auch unter Schock und ich konnte zu der Zeit gar nichts mehr sagen. So, und dieser Mann hat noch 2 Monate gelebt, sagst du? 2 Monate noch gelebt. Aber er war nie bei Bewusstsein mehr, weißt du das? Angeblich so, ich habe so ein bisschen Beziehung in diesem Krankenhaus, hat dieser Mann, also ist er wiederhergestellt worden für ein nagelneues Unterkiefer. Der sollte wieder nach Düsseldorf geflogen werden für ein nagelneues Unterkiefer und ist dann nachher an einer Lungenembolie gestorben. Das ist makaber, ich weiß. Also Kehlkopf raus, Milz raus, Leber raus, Becken, alles kaputt und zertrümmert und so weiter. Aber dieser Mann ist irgendwie wieder so zusammengeschustert worden. Man kann es kaum glauben, wie du es jetzt beschrieben hast, dass der Mann überhaupt dann, dass der sich dann so regeneriert hat wieder. Ja, also ich sag's einfach mal, ich war froh, dass er, Entschuldigung, verstorben war, denn meine größte Angst war, dass dieser Mensch überlebt und ich hätte ja gern zur Rede gestellt, warum er es gemacht hat. Ja. Gehen wir doch nochmal zurück. Die Situation, der steht bei dir vorne am Bus und will einsteigen. Ja. Was hatte der denn in dem Moment für einen Gesichtsausdruck, was hat der für eine Ausstrahlung? Also ich muss sagen, die Augen waren kalt. Der war auch Brillenträger. Und man muss sagen, der lag ja mit dem Gesicht unterm Bus. Der hat sich mit dem Gesicht zuerst runtergelegt. Also der lag mit dem Gesicht auf dem Boden, auf dem Teer. Ja. Und das Gesicht selber, das kann ich heute noch beschreiben. Das ist eigentlich makaber. Das ist 94. Also das 94 ist passiert. Die Augen waren kalt, sagst du. Er hat ja auch was gesagt. Nein. Er hat gar nichts gesagt. Nur von der verschlossenen Tür. Achso, ich dachte, er hat irgendwas gerufen oder gefragt. Nein, oder gar nichts. Ne? Gar nichts. Ja. Ja. Das war 1994, sagst du. Genau. Bist du in deinem Leben jemals wieder Bus gefahren? Du, ich komme gerade vom Busfahren. Du kommst gerade vom Busfahren? Ja, klar. Nein, das war so, dass ich also einen Tag krankgeschrieben war und dann 4 Wochen eigentlich durchgefahren war. Man muss davor sagen. Moment, du bist einen Tag krankgeschrieben und dann 4 Wochen durchgefahren? Ja, bin ich durchgefahren.
Wie, du bist denn nach einem Tag bist du wieder gefahren? Ja, ich wollte es doch. Ich wollte es doch. Das lag einfach da dran, Domian. Ich war sehr schwer krank. Ich habe eine sehr schwere Rückenoperation hinter mich gehabt. Und habe mich wieder aufgerappelt und durfte, das war mein erster Arbeitstag. Nach einer Reha-Klinik, 6 Wochen und so weiter. Ach, das war der erste Arbeitstag, an dem das gerade passiert ist? Ja, natürlich. Das waren genau 20 Minuten, an dem ich mal im Bus fahren war. Dann hast du einen Tag nochmal Pause gemacht, bis warst du krankgeschrieben. Und dann hast du wieder im Bus gesessen. Was war das denn für ein Gefühl, als du dann wieder am Steuer saßt? Ja, ich muss sagen, es war eine Verdrängung. Eine tierische Verdrängung. Ich hätte auch keinen Psychologen nichts aufgesucht, hatte dann auch eine Zeit lang... Ich meine, die Freundin kann besser darüber Bescheid sagen. Ich habe also nachts 3-mal das Bett gezogen. Ja, also Albträume und. Ja. Überhaupt, wie bist du denn bis heute mit diesem Vorfall umgegangen innerlich? Muss ich sagen, ich musste nachher Psychologen aufsuchen. Und die haben, aber ja, will ich nicht zu viel sagen, aber ich habe kein Vertrauen zu Psychologen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich selber im sozialen Bereich früher tätig war. Das heißt, die haben dir nicht geholfen? Nee, also nicht so in dem Bereich. Wie ist es denn heute? Sind 7 Jahre vergangen? Ich vergleiche mich immer mit dem Feuerwehrmann und mit Polizisten heute. Ja, und mit irgendwelchen Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, die jeden Tag so einen Vorfall sehen. Und ich... Na gut, denen geht es ja unter Umständen auch nicht gut dabei. Meine Frage, wie geht es dir denn? Wie geht es dir denn heute nach 6, 7 Jahren danach? Ich muss sagen, vor 2 Jahren ist ein 16-jähriges Mädchen in meinem Arm verstorben, auch nach einem Verkehrsunfall. Aber in dem du nicht schuld warst? Nein. Da war ich aber, das ging auch wieder mit dem Bus zusammen. Ne? Und das sind so Sachen eigentlich, wo ich mir persönlich sage, das kann jeden Tag passieren. Wir sehen jeden Tag... Das war jetzt immer noch keine Antwort auf meine Frage. Also meine Frage, wie geht es dir nach 6, 7 Jahren? Man muss sagen, es geht mir gut. Denn ich habe mich komplett geändert. Ich habe einen Freundeskreis gesprengt. Ich habe, wie soll ich sagen, mein gesamtes Leben habe ich verändert. Also, gibt es denn da oder gab es damals Momente, dass du dir, obwohl natürlich völlig zu Unrecht, dir selbst Vorwürfe gemacht hast? Das erste halbe Dreivierteljahr habe ich gesagt, ich habe jemand getötet. Das war eigentlich der Spruch, mein Wahlspruch. War denn auch das verbunden mit einer Wut auf diesen Mann, dass der Mann dir das angetan hat? Das kam erst später, denn ich war strafrechtlich freigesprochen worden und bin zivilrechtlich 3 Jahre angeklagt gewesen. Und jedes Mal bin nach ungefähr einem Jahr und das zweite Jahr und das dritte Jahr dann zivilrechtlich eine Klamotte. Sie sind wieder angezeigt. Warum bist du zivilrechtlich angeklagt worden? Ja, weil die Frau Geld von mir haben wollte. Sie wollte es nicht wahrhaben, dass dieser Mann... Selbstmord. Also sie wollte wahrscheinlich gehen. Also ich finde das wirklich auch eine sehr, sehr gemeine Art der Selbsttötung, weil man einen anderen Menschen mit reinzieht und mit belastet, ungeheuer belastet und vielleicht auf Jahre hinaus das emotionale Leben eines anderen Menschen stört. Domian, das ist auch mein Verhalten. Also ich fahre also sehr defensiv Bus. Ja, und ich muss also auch sagen, das gesamte Verhalten von mir jetzt im Verkehr. Ich bin, sagen wir mal, ein ziemlich ruhiger Typ geworden. Ich war damals ein Nanzdampf in einem Gassen. Das habe ich im Fahrgefühl überhaupt nicht mehr. Ja, ich würde also Haltestellen, da können die Leute mich anpöbeln, wie sie wollen, auch wenn ich Niederflur habe, wenn ich sehe, dass eine Haltestelle vollgestellt ist von Menschen und Schulkindern. Also Niederflur ist eine besondere Bahnart, ne? Ja, dann halte ich einen Meter davor. Das ist eigentlich eine ganz klare Kiste vom Kopf her. Und das Schlimme ist eigentlich, bei mir persönlich, wenn sich irgendjemand unbeachtet vom Bus einfach bewegt und ich muss bremsen. Also die Angst ist schon da, ne? Dass nochmal sowas passieren kann. Ich glaube, die steckt und die wird auch mal drinnen bleiben, glaube ich. Auf jeden Fall hast du gesagt, dass es dir heute gut geht, nach vielen, vielen Veränderungen und Einschnitten in deinem Leben. Also ich kann den Leuten auch nur sagen, denen das passiert ist. Ich kenne Straßenbahnfahrer und Eisenbahnfahrer, die sind nach ihrem ersten Tod nicht gefahren, sind heute noch krankgeschrieben. Das kommt auch darauf an, wie die Leute es wollen. Gut, du hast es so gewollt und es hat geklappt. Und dazu gratuliere ich und hoffe, dass dir natürlich um Gottes Willen nie wieder sowas passiert. Ja, das hoffe ich auch nicht. Alles Gute, auf Wiedersehen, Siegfried. Ja, tschüss. Stefan, 23, hallo. Hallo Stefan? Nee, Stefan ist nicht da. Dann frage ich meine Regie. Doch, jetzt ist er, jetzt habe ich ihn. Stefan, hallo, grüße dich. Hi. Stefan, dein Thema. Ja, mein Thema ist der, unser Außenminister, der Herr Fischer. Euer Außenminister, unser Außenminister, ja. Was war das jetzt für eine freudsche Fehlleistung, euer Außenminister? Ich meinte eigentlich unser Außenminister. Wir grübeln mal darüber, was Domian damit sagen wollte.
Also, Fischer, ja. Ja. Ja, du hast das ja natürlich auch mitgekriegt in den Medien, wie der Herr Fischer sich damals verhalten hat in seiner Studentenzeit, Jugendzeit. Mhm. Mir schlägt das so ein bisschen auf den Magen. Also ich bin selber Polizeibeamter und dass jemand, der sich Straftaten hat zu Schulden kommen lassen, einen schweren Landfriedensbruch, Körperverletzung, jeglicher Art, dass so jemand an so eine hohe Stellung kommt, wo man so viel Macht hat in Deutschland, das finde ich nicht gut. Nun geht er damit sehr offensiv um und sagt, okay, ich habe damals das und das gemacht und ich bereue das auch. Ja. Und ich verurteile heute jegliche Gewaltaktionen. Mhm. Wie stehst du denn dazu, dass er das eben so verurteilt und sich auch dazu klar bekennt? Ja, ich weiß nicht, ist es jetzt nur so gesagt, weil er sehr in den Medien steht, oder ist es seine wirkliche Meinung? Das kann ich nicht so beurteilen. Okay, dass er sich bei dem Kollegen entschuldigt hat für sein Tun damals, für die Schläge, das muss der Kollege entgegennehmen, die Entschuldigung. Mhm. Das muss jeder auch selber wissen. Nun ist das ja eine alte Diskussion, die man mit ehemaligen Nazis hatte, die man hatte bezogen auf SED-Aktivisten. Inwiefern kann jemand verantwortlich gemacht werden, oder soll jemand verantwortlich gemacht werden für etwas, was schon sehr lange zurückliegt? Und er sich vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wirklich als Demokrat erwiesen hat. Findest du, dass so 20, 25 Jahre demokratisches Verhalten dieses nicht eigentlich in den Schatten stellen können? Ich weiß es nicht. Ich sehe das von der Sparte aus. Man muss sehen, jeder, der sich als Polizeibeamter bewirbt und vor 2, 3 Jahren vielleicht mal was in einem Laden geklaut hat, der wird nicht als Polizeibeamter mehr angenommen. Mhm. Das liegt 2, 3 Jahre zurück. Mhm. Zwar nur, aber ich denke, ein Außenminister von einem Land, der wirklich in der Weltöffentlichkeit steht, also das... Du meinst also, und irgendwie sprichst du uns allen ja aus der Seele, dass man mit zweierlei Maß misst, dass der kleine Beamte, da wird alles akribisch auf die Goldwaage gelegt, auch wenn es schon eine Weile zurückliegt. Ja. Und er hätte auf keinen Fall Aufstiegschancen innerhalb der Polizeihierarchie, jetzt in deinem Fall. Er kommt gar nicht rein. Mhm. Aber im Fall der Politik, da gelten dann andere Gesetzmäßigkeiten und dann sagt man, es tut mir leid und es ist gut. Ja, richtig. Mhm. Ist einfach ärgerlich für mich und das ist auch ein Thema, was in den Kollegenkreis im Moment häufig besprochen wurde, als das Thema aktuell war in den Medien. Mhm. Und da kam schon der Zorn in einigen Kollegen hoch. Ne? Also wäre für dich ein konsequentes Verhalten Fischers, wenn er sein Amt niederlegen würde? Ja, wenn er hätte gar nicht erst annehmen dürfen von vornherein. Glaubst du ihm denn, dass er letztendlich beispielsweise keine gravierenden Gewalttaten vorgenommen hat damals? Das sagt er ja, dass er keinen Molotow-Cocktails beispielsweise geworfen hat. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, nee, das weiß ich nicht, ob er das auch nicht wirklich getan hat. Man hat seine Gewalttaten so gesehen, durch Schläge und dadurch erkennt man schon eine Gewaltbereitschaft. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit die beim Herrn Fischer damals gegangen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es, glaube ich, neulich ja auch gesagt, am Montagabend war bei Beckmann in der ARD-Talkshow, war ein Polizist, der damals durch einen Molotow-Cocktail getroffen wurde. Ja. Und dessen Haut zu 60% verbrannt. Habe ich schon gelesen, ja. Das war ein sehr beeindruckendes Interview, was der Mann erzählt hat und wie er es erzählt hat, weil er wirklich haarscharf am Tod vorbei. Ja, das war das, wo der Molotow-Cocktail in den Wagen geworfen wurde. Genau so, ganz genau, ja. Mhm. Und er sagte, also diesen Cocktail hat nicht Fischer geworfen. Nee, das ist klar. Irgendjemand hat ihn damals geworfen. Dennoch hat er den Außenminister bezichtigt als Mitbrandstifter, geistigen Brandstifter damals. Ja, wenn das so war, dass zu dieser Zeit auch der Herr Fischer zu Gewalt aufgerufen hat, kann ich das verstehen, dass der Kollege das auch so genannt hat. Ja. Auf jeden Fall. Also er ist Außenminister, du sagst, er hätte es gar nicht werden dürfen und wenn das schon ist, dann sollte er eigentlich zurücktreten. Ja. Mhm. Eine Meinungsäußerung von Stefan, ich danke für den Anruf. Gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Jansen und Markus Liebetanz. Morgen haben wir eine Themensendung. Das Thema heißt Ärztepfusch. Wenn ihr Opfer von Ärztepfusch seid, von sogenannten Kunstfehlern,
erzählt's mir, ruft mich an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Um 1 Uhr geht die Sendung los hier im Radio auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich dann auf morgen Nacht mit euch zu sprechen. Auf Wiederhören und tschüss.